Herzlich willkommen zu einer neuen Drachenvorstellung und diese Woche ist es der Bull Extreme Dragon. Der hat 5300 Leben, 132 Angriffsschaden macht der, 9 Reichweite, 6 Geschwindigkeit und 35 Angriffsverzögerung. Ja, zudem kann er noch 4 Attacken und er kann Draggies machen. Und diese Draggies, die haben 700 Leben, 48 Angriff, 8 Reichweite, 8 Einheitgeschwindigkeit und Angriffsverzögerung von 30. Ja, ich wollte ihn eigentlich hier austesten, aber das dauert mir zu lange, bis der irgendwo bei irgendwelchen Monstern. Wobei, ne? Wobei, ich kann den auch hier austesten. Das geht. Das geht. Wobei, ich versuche es mal. Invisibility, ja, muss ich mal gucken, was es macht. Guck mal, die Attacke, die kennt ihr ja, die macht nur so ein Drehding. Hui. Ah, das sieht bei dem elegant aus, würde ich mal sagen. Hui, er dreht sich auf die Gegner hinzu. Ja, das finde ich doch mal elegant, ne? So eine Drehattacke kommt immer gut, ne? Oh, warte. Geh mal hier zu den Gegnern und dann mach Invisibility. Also das heißt ja eigentlich unsichtbar. Ich weiß nicht genau, was es macht. Ich werde mal gucken. Guck mal. So. Mach, hallo. Ach so. Nur Target within Range. Oh, was macht das jetzt? Was macht das? Hä? Ja, jetzt wusste ich nicht, was das genau macht, ne? Also, sollte man schon wissen, aber ich weiß es irgendwie nicht, weil was hat das jetzt gemacht? War es eine One-Hit-Attacke oder was hat Invisibility gemacht? Oder hat, guck mal, jetzt haben die da Ausrufezeichen auf sich drauf. Oder hat das, ja, ne, vielleicht hat das die auf diese anderen da aufmerksam gemacht, ne, weil jetzt attackieren sie ja mich nicht mehr. Und dann kann er noch wieder was mit diesen Kugeln, welches auch jeder andere Drache, also die meisten anderen Drachen auch können. Ja. Ich wollte mal wieder Quest spielen. Und wir haben ja... Was haben wir? Ah nee, ich möchte eigentlich arktischen Auftauchende. Mythische. Schafft er die mythische auf einem Stern? Schafft er das? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich versuche mal mit dem die mythische auf einem Stern. Vielleicht schafft er die. Müsste der ja eigentlich, ne? Theoretisch. Wenn er die nicht schafft, kriegt er eine Note schlechter. So ist das. So ist das. Wer was nicht schafft, kriegt eine Note schlechter. Ja, dann hole ich den Bull Extreme Dragon erstmal da raus aus diesem Getümmel voller anderen. Alter, müsste der eigentlich schaffen. Guckt euch das mal an. Das ist ja gar nichts. Und dann nur so ein kleines Rathaus. Ja, das schafft er. Ja, das schafft er, ne? Da marschiert er ein. Und ist euch das schon mal aufgefallen? Guck mal, der atmet die ganze Zeit so ein Dingens, so ein Qualm da aus, ne? Ja. Von der Optik her ist der jetzt nicht so besonders. Eher, naja, ich finde den jetzt nicht so schön vom Aussehen her. Naja, also besonders. Guck, vergleich den mal mit dem Fire Extreme Dragon oder den Jewel Dingens. Die sehen besser aus, finde ich jetzt. Also, da ist man ja verschiedener Meinung, aber ich finde, die sehen besser aus. Naja, ich weiß ja nicht, was ihr denkt. Was findet ihr denn? Sehen die anderen jetzt besser aus oder sieht der besser aus? Naja, ihr könnt ja mal sagen, wie gut der aussieht. Ihr könnt sagen, wie gut der aussieht, ja. Ich habe ja auch Ideen. Das muss man auch noch sagen, wie gut die Monster hier aussehen. Ach, herrje. Ja. Also, das ist ja bestimmt, seid ihr jetzt überfordert, ne? Ja, also wenn ihr sagen müsst, wie gut Monster aussehen, dann seid ihr bestimmt richtig überfordert, ne? So wie ich euch kenne. Ja. Was haben wir denn da? Ach, beschießt das mal. Beschießt das mal. Und dann geht's hier rund. Attacke von den Draggies. Und du machst mal deine Drehattacke und dann sind die auch kaputt hier. Komm, geh da hin. Los. Nein, ihr sollt... Oh. Oh, ich dachte schon, das... Oh ne, das ist dahinter. Oh. Oh. Wie mache ich das denn jetzt? Ach so. Attackierst du schon? Oh. Das ist gut. Das ist schon mal gut. Oh, geht doch nicht zurück. Was ist das denn? Ja, also hier seht ihr den Bull Extreme Dragon im Test. Ja, das sollte halt nicht nur ein Test sein und so. Okay. Sonst fragt ihr euch ja auch bestimmt, was ich hier jetzt so mache, ne? Und so. Ja.
Ich mache hier nicht irgendeinen Hokuspokus. Nö, 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 nö. Das mache ich jetzt nicht. So. Der Bull Extreme Wagon oder wie der auch heißt. Oder so, oder sagt man Ball. Nee, Ball oder Bull. Bullshit. Ne? Kommt vom Bullshit, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Ach so. Tod, tot, tot. Tod der Valkyre. So. Ich finde die Draggies ja irgendwie immer besser als die großen Drachen, weil die so schnell sind, ne? Okay, guckt euch das mal an. Also war ja, guck mal, so ein Drache alleine einzeln ist irgendwie viel schneller, als wenn ich jetzt die ganze Armee da drauf hätte. Dann brauchen die immer ewig, bis die mal irgendwie attackiert haben, finde ich jetzt mal. Ja. Dann brauchen die immer ewig. Ich weiß nicht, woran das liegt, ne? Dann muss der Server mehr Leistung aufbauen und dann brauchen sie ewig. Oh, die Draggies sterben uns weg. Das ist natürlich nicht sehr gut, ne? Also, das sollte man mal ändern. Ja. Also, Wegsterben der Draggies. Ja, das ist richtig, richtig schlimm hier. Ja. Also, dass uns einfach die Draggies hier wegsterben. Zit, zit, zit. Tja, das kann man aber auch nicht ändern, ne? Hallo, nicht dahin gehen, geht dahin. Du gehst dahin. Hör auf mich. Du hörst auf mich. Du. Und Draggies, also ihr attackiert jetzt das. So, komm, das kannst du attackieren, ne? So, da müsstest du keine Probleme mit haben. Ja. Sollte noch sonst noch zeigen. Guckt euch mal. Okay, die Attacke jetzt noch mal hier. Guckt euch die an. Ja. Was macht er denn bei der Attacke? Ich weiß nicht, was der bei der Attacke macht, deswegen. Ja, also das verstehe ich nicht. Ja. Rathaus attackieren. Los, mach die Insel fertig. Los, los, los. Meine Insel muss fertig sein. Ach, der Dreggy ist schon tot. So, naja, ging ja schnell. Das ging ja schnell und das Rathaus ist auch schon schnell kaputt. Ja, Units lost keine. Wir haben es geschafft. Und nun kommen wir zur Benotung des Ganzen. Also, ja, vom Aussehen her, da kann ich jetzt auch nichts Besseres als eine 3 geben. Also, Grenze 4, 3 minus, ne? Also guckt euch das mal an. Ich finde sein Aussehen ist gar nicht mal so toll, ne? Weil, ja, guck mal, Nasenring auch noch und. Ja, im Vergleich zu den anderen kann ich da jetzt nichts Besseres als ein 3 geben. Ja, warte, wir gucken uns nochmal die Dreggies an. Ja, guck mal, die sehen auch scheiße aus. Guckt euch die mal an. Boah. Von den Leben her finde ich das bisschen wenig im Vergleich zu den Dingens. Naja, der Drache ist ja jetzt schon alt, ne? Schon fast ein Jahr alt. Naja, damals war das viel, ne? Aber jetzt kannst du es gar nicht mehr vergleichen. Ich weiß auch gar nicht, was für eine Note ich dem geben soll. Okay, 132 Dingens. Ja. 3. Ja, es fällt mir schwer, aber ich muss dem Drachen eine 3 geben. Also 3 plus, würde ich sagen. 3 plus plus, weil für eine 2 reicht's nicht ganz. Da hat mich das Aussehen jetzt noch nicht so überzeugt. Und ja, die Attacken überzeugen mich auch alle nicht so. Also. Die Drehattacke und das mit den Bällen ist toll, aber was die so Unsichtbar-Attacke soll, das weiß ich jetzt auch nicht. Und naja, ich weiß, da habe ich jetzt den zweiköpfigen heiligen Todesdrachen besser bestuft, also besser benotet, aber ja, der hatte das, der hat zwar weniger Leben gehabt, aber der war von den Attacken her und so besser. Ich achte ja immer auf diese Fähigkeiten, ne? Und wenn das dann nicht stimmt, dann geht das halt nicht, ne? Also, da kann ich beim besten Willen nicht mehr als eine 3 plus geben. Ja, ne, theoretisch. Ja, ne, ich mach mal bald ein Drachenzeugnis. Also, wenn ich alle Drachen durch hab, ja, ne, so zum ersten Halbjahr, erstes Schulhalbjahr, Drachenzeugnis. So, Tabelle. Ja, der Drache hat die Note bekommen, der die. Ja, und der Drache hat leider nur eine 3 plus von mir bekommen. Naja. Und ihr könnt mal wieder auswählen, welchen Drachen ich nächsten Freitag vorstellen werde. Also wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Social Empires oder Let's Play Lego Star Wars oder Let's Play Oxmas Die wieder.